wieder. Und heute machen wir ein richtig leckeres Rezept. Und zwar machen wir heute mal kein Gericht, sondern wir machen heute einfach nur geröstetes Knoblauchöl. Und ich finde das super lecker und das ist super einfach. Und das kann man wunderbar zum Marinieren verwenden oder zum Salat kann man es auch nehmen. Ja, und wenn ihr es mal sehen wollt, wie ich das Rezept zubereite, dann bleibt einfach mal dran. Für das Rezept habe ich jetzt zwei frische Knoblauchknollen und wir brauchen auch zwei ganze Knollen und die werden wir jetzt einmal halbieren und währenddessen machen wir den Backofen an auf 150 Grad Umluft, mache ich es immer, könnt auch Ober- und Unterhitze nehmen, ist eigentlich relativ egal bei dem Rezept hier. So, was machen wir? Nicht viel, wir schneiden einmal ein bisschen hier diese, die Wurzelansätze raus und dann wird es einfach halbiert. Das Ende schneide ich ab. Halbiere das auch, weil das gebe ich auch mit rein. Ist uns Verschwendung. Und ich lege das einfach hier rein. Hauptsache der leckere Saft der Knoblauchzehen, die ja gleich geröstet werden da drin, treten aus. So, da haben wir jetzt den ersten Teil. Jetzt brauchen wir ein bisschen Thymian. Der passt super dazu. Und da keine Pflanzen bei mir so lange leben, gerade jetzt hier im Herbst, Winter, habe ich zu wenig Licht dafür. Kaufe ich mir den immer so. Und dann nehmen wir ordentliche Zweige. Ich gebe hier, der ist zu groß, obwohl zwei dicke Zweige rein. Die gebe ich einmal hier rein und auch gebe ich auch einmal runter, damit die direkt im Öl gleich liegen und braten. So, und dann wiege ich mit einmal Öl ab. Und ihr könnt natürlich gerne, wenn ihr möchtet, Olivenöl nehmen. Ich nehme ja immer das hier. Ist Bio-Olivenöl und... Aber ich nehme für dieses Rezept ein günstiges Sonnenblumenöl, weil das habe ich auch schon damit gemacht und das ist für mich eine gute Lösung, weil es nicht teuer ist und sehr neutral ist. Das nimmt halt sehr gut den Geschmack an von dem von Knoblauch, vom Thymian. Und das ist übrigens hier ein Rest. So, 250 Gramm an Sonnenblumenöl, 255 sind jetzt hier, 250 als Richtlinie. So, und dann Backofen, 150 Grad vorheizen und dann damit da rein damit und dann 40 Minuten ungefähr rösten. Ein paar Mal durchrühren, zeige ich euch gleich. So, ich habe mir inzwischen eine Flasche aus dem Keller geholt, ausgespült und mit im Backofen gelegt. Deswegen ist sie auch noch heiß, deswegen packe ich sie nicht an. Und ich habe mir gedacht, es könnte ein bisschen spritzen. Hat es auch und deswegen habe ich das eingepackt in so eine Backfolie. Ne, wie heißt das hier? Bratschlauch. Und die werde ich jetzt einmal aufschneiden. Die ganze Küche riecht schon richtig lecker nach dem Knoblauchöl. So, da seht ihr es hier. Richtig schön lecker. So, und jetzt lasse ich es alles ein bisschen abkühlen, jetzt aufhört zu sprudeln. Und dann füllen wir das ab. In der Zeit wird dann auch die Flasche abgekühlt sein. Und das zeige ich euch noch und dann bin ich raus. So, den Knoblauch hier könnt ihr rausholen. Und den könnt ihr dann einmal auch aus diesem, aus der Zehe, also aus der Knolle ganz rausholen und dann zerdrücken. Und das dann zum Beispiel, seht ihr hier, wie man einfach so drücken kann. Und das einfach dann unter Kartoffelbrei zum Beispiel mischen. Das ist richtig lecker. So, dann habe ich jetzt hier einen Trichter, ein kleines Teesieb und ich habe es ein bisschen länger stehen lassen, das hier ist noch lauwarm, das Öl. Und das kippen wir jetzt einmal hier rein. Und ihr seht, alles andere wird aufgefangen hier, alle Rückstände und wir haben schönes, klares Öl. Ich mache jetzt von dem Öl an sich in der Flasche kein Foto, sondern vorher habe ich schon ein Foto gemacht, wie das hier alles drin lag, weil das sieht ja nicht so ästhetisch aus. Ja, und das lassen wir jetzt einen Monat verschlossen im Dunkeln stehen, habe ich ja gerade schon gesagt, entweder bei Zimmertemperatur oder im Keller. Ich lasse es bei Zimmertemperatur unten im Schrank stehen. So, ihr habt gesehen, dieses geröstete Knoblauchöl zu machen ist ganz einfach. Muss wohl einen Monat ziehen. Also ich lasse es immer im dunklen Monat ziehen bei Raumtemperatur. Könnt natürlich auch im Keller geben. Geht natürlich beides. Ja, ansonsten, wenn ihr es mal nachgemacht habt, schreibt mir in die Kommentare. Ansonsten schickt mir ein Foto unter dem Hashtag natürlich lecker unter allen sozialen Medien. Ja, und da bin ich raus und sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder.